So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider. Da vorne wird geschossen, deswegen habe ich auch hier Part Ende gemacht, also vorigen Part. Und jetzt geht's weiter hier. Und bitte, gleich eine Cutscene. Was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Ganz schön stark, die Kleine. Okay, darauf müssen wir. Den looten wir gleich. Okay, da brauchen wir Feuer dafür. Hinten gibt es Bergungsgut. 15, ja. Dafür brauchen wir auch Feuer. Ah, da hinten. Da hinten ist die Laterne. Die habe ich jetzt gesucht, nämlich. Da, komm. Sehr brav, Mädchen. Da wäre auch eine gewesen und da wäre auch eine gewesen, na um Gottes Willen. Okay, neue Herausforderung abgeschlossen für EP, okay. Statuen erleuchten, okay. Flieg runter. Bergungsgut. Sehr gut. Okay, ich glaube, das war's hier. Dann schauen wir mal. Darauf müssen wir irgendwie. Klettern kann ich, glaube ich, noch nicht, oder? Oh ja. Nein, kann ich noch nicht. Dafür, glaube ich, brauche ich das, den Tomahawk. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Okay, ich nehme mal an, darüber. Ja, und darüber. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Vielleicht hätte ich vorher noch meine Waffen aufrüsten sollen, aber ja, das machen wir dann im nächsten, das nächste Mal halt. Okay, gut. Hier geht's nicht durch. Und es ist über mir? Ist es über mir? Ich glaube. Ich weiß nicht. Wir schauen uns trotzdem noch hier um.
Okay, hier gibt's nichts mehr. Hier rauf. Das können wir auch anzünden. Zack, zack, zack. Na, ist ja Wahnsinn erst. Was ich da alles finde. Ich muss irgendwie da rauf. Das schaut mir nach Weg aus. Aber ich glaube, da kann ich nicht einfach rüberspringen. Von hier könnte es gehen. Oh, ich glaube, ich muss da rüberspringen. Nein. Also es geht sich nicht aus. Aber hier kann ich rauf. Na bitte. Nein! Nein, 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 Mädchen. Ich will, dass du da rauf gehst. Bitte. Ja, na Wahnsinn. Da drücke ich mich hier. Komm, 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 komm. Und Sprung. Geht ja. Komm, 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 bevor das da runterbricht. Kann ja gut möglich sein hier. Okay, 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 ganz ruhig. Bergung ist gut hier. 15, ja, ist auch gut. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir da weiter auf. Das ist jetzt die Frage, ob ich da raufkomme oder nicht. Aber das ist. Wie soll ich denn da raufkommen dann? Überlegung über Überlegung. Ah, wieder zurück, damit ich hier raufkomme. Na boom, Alter. Ja, Wahnsinn. Okay. Hier rauf. Hier rauf. Okay. Er will, dass ich da reingehe. Das will ich aber noch nicht. Gehen wir zuerst mal da nach hinten und schauen, ob da hinten noch was ist. Scheint aber nicht so. Nein, da gibt's nichts. Also zumindest nichts, was aufleuchtet hier. Dann gehen wir rein in die Höhle der Verderbnis. Schön, wirklich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Genau. Okay. Wir gehen den gleichen Weg zurück, aber wahrscheinlich wird uns jetzt der Wolf, der da drinnen ist, angreifen. Na, wie ich es gesagt habe. Komm, 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 komm. Perfekt. Boah, was der aushaltet. Chuck Norris Wolf. Ah, der Arme. Der Chuck Norris Wolf, meine Damen und Herren. Wie oft habe ich jetzt auf ihn zugestochen? Ich weiß nicht. Unglaublich. So, Bergungsgut hat der auch gehabt. Naja, man frisst, was man findet. So, Überlebungsinstinkt einschalten da unten. Ja, ja.
Gut, wie komme ich? Wahrscheinlich ist das der Rückweg irgendwie. Die ganzen Malereien hier. Okay. Kann ich da jetzt runterspringen wahrscheinlich? Hopp! Ja, es hat funktioniert zumindest. Da drüben liegt er. Hier rüber. Ah, es ist schon hoch. Ah, nichts für sie. Sehr gut. Braves Mädchen. Na, das Händel, schau. Da. Hast du es gesehen? Das Händel. Okay, gut. So, bringen wir ihm den Rucksack einmal. Verbandskasten, alles Mögliche. Komm. Gut. Er muss überleben. Flicken wir dich zusammen. Genau, flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Lava. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Aha, okay. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Okay, die Kletteraxt haben wir jetzt gekriegt. Solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Okay. Dann probieren wir es mal gleich mal aus. Ich komme da rauf. Okay, wie geht das? Ah, okay, mit Viereck. Okay. Hat Stil auf jeden Fall. Okay, da hinten gibt's Loot. Das Wetter ist grindigst. Okay, wir müssen darauf. Okay. Aber diesmal geht's ja schneller, da wir jetzt da diese Kletteraxt da haben. Kommen wir hier schneller voran? Jawohl. Hat schon Stil, hat schon Stil. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Und Viereck drücken. Genau. Ja, das war ja sowas von klar. Okay. Okay, Gräber. Okay. Wo sind Gräber? Gräber?
Da ist jetzt irgendwas gestanden mit Gräber erkunden. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Aber wir gehen weiter. Muss ich hier darauf, oder? Zack, zack. Okay. Dann darüber springen. Hui! Jawohl. Perfekt. Okay. Weiter. Okay, der dreht sich um. Und der Typ ist weg. Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Mach uns nicht entspannen. Später kriegen wir Bescheid. Was? Ich brauche Hilfe! Ich gehe noch nicht raus. Okay, der geht sich aus. Nein, nein, nicht da. Nicht da. Warum macht sie das? Was ist das? Ah, das war jetzt aber nicht mein Fehler, nämlich ich bin eigentlich weggelaufen und sie ist wieder zurückgegangen in die Deckung. Das war nicht so geplant, ehrlich gesagt, von mir. Okay. Okay, das gleiche halt noch einmal. Ah, wartet, wir können da auf die Laterne schießen. Dann ist es vielleicht ein... Gehen wir rein. Ein One-Hit mit zwei Typen. Das könnte vielleicht funktionieren. Das können wir probieren. Aber nicht mit dem. Lieber mit dem Pfeil, falls es nicht funktioniert. So, machen wir mal. Genau. Zünd das nur an. Stört mich auch nicht wirklich. So, looten dumm auf dich auf jeden Fall. Da gibt's Bergungsgut, das ist auch gut. So, da haben wir wieder was. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay. Na gut, dass wir da nach hinten gegangen sind. Papp, papp, das nehmen wir mit. Wir sind voll, okay. Das lese ich auch immer gerne. Nein. Nein! Ah, okay, gut, ich sterbe nicht, wenn ich ins Wasser gehe. Okay, oh, das ist nice. Okay, passt. Auf hier. Ich hab da oben ein Bergungsgut, ja. Vor uns direkt. Zack, zack. Gibt's hier unten noch was? Ja, ja, genau, den Loot von denen zwei da. Der eine Typ ist ja da rüber gelaufen. Wo ist denn der? Ist der ins Wasser gefallen oder was? Und das Händel ist noch immer da. Sehr süß. Okay. Wahrscheinlich dann darüber. Ach, geh komm jetzt, Lara. Da, spring rüber. Und darauf, oder? Nehmen wir mal an, darauf. Ja, geht ja. Und zack. Sehr gut. So. Zünden wir wieder die Fackel an. Und Bergungsgut hier mitnehmen. Immer wieder mitnehmen.
Und flieg runter. Danke. 30 Stück. Sehr gut. Very nice. Vielen Dank. So, da hinten können wir wieder was entfachen. Okay. Wir müssen noch weiter rauf. Okay. Kann ich da jetzt einfach so raufgehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg hier finden. Aber da kann ich doch nicht rüberspringen. Das geht doch nie. Aber ich sehe den Weg schon. Und zwar hier rauf. Und dann gleich da drüben weiter rauf. Schwuppdiwupp. Und immer weiter rauf. So, über die Brücke. Ah, die jetzt gerade einstürzt. Alter, genau an der Spitze des, wow, des Versagens fast. Okay. Aber wir machen jetzt hier trotzdem Partende. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist der erste 20-Minuten-Part, den ich hier mache. Lasst mir den Daumen da, lasst mir das Kommentar und im besten Fall bitte ein Abo da lassen, wenn es euch gefällt. Und nochmals vielen Dank, Michelle. Mit diesen Worten sage ich Tschüss, Baba, euer Herzfehler.